Flammlachs. Das bedeutet, dass wir ihn 2 bis 3 Stunden bei niedrigen Temperaturen am Feuer lassen. Wie die Argentinier zum Beispiel ihre Kuh ans Feuer stellen, machen wir das mit einem Lachs. Dafür müssen wir ihn ans Feuer bringen. Der frische Fisch, der uns jeden Tag auf Eis geliefert wird, wird bei uns auf die Bretter genagelt, damit er dort bleibt und schön langsam durchziehen kann. Wir bringen auch nur eine Flüssigkeit rüber. Aber was da alles drin ist, ist unser Geheimnis. Es ist auf jeden Fall Lorbeer, Zitrone und Salz drin.